Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben Montag, Wochenstart. Und heute haben wir die Rollen mal ein bisschen vertauscht. Und zwar, die Mama ist gerade mit dem Etty und mit der Maus losgezogen zum Pipi machen. Ich koche jetzt Käffchen. Lecker, frisch aufgebrühter Kaffee. Ich freue mich schon. Ich freue mich oft morgens auf irgendwas, wenn wir schon wieder in Ungarn sind und dann unsere Barista haben. Weil der Kaffee hier ist auch lecker, auf jeden Fall, aber Barista ist schon auch was anderes. Ja, erzählt mal, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so ein Kaffeetyp oder eher ein Teetyp oder Kakaotyp seid. Meine Schwester zum Beispiel trinkt gar keinen Kaffee, die ist eher der Kakaotyp. Und ja, schreibt mal meine Kommentare, ob ihr eher Team Kaffee oder eher Team Kakao seid. Ja, das Wetter ist super. Es sollte ja heute den ganzen Tag regnen, aber es ist wieder furztrocken. Ich weiß nicht warum, aber wir haben ja echt Schweineglück mit dem Wetter. Es ist wirklich herrlich draußen. Die Nachbarn laufen auch schon rum. Kommt sogar ein bisschen Sonne durch. Und ja. Da haben wir echt Glück hier. Das ist echt schön. Ja, und bald geht's los auf große Reise. Und da haben wir was ziemlich Großes vor. Da freue ich mich schon persönlich drauf, was wir da uns holen und da vorhaben. Aber dazu später mehr. Nicht heute, irgendwann mal gucken. Das muss erst alles eingestielt werden zu 100%. Und heute Mittag habe ich auch einen Termin. Was auch wieder ein großer Schritt ist für uns. Aber werde ich natürlich berichten und euch mitnehmen. Ich drehe euch mal. Muss ich aufpassen, dass ich den Kaffee nicht daneben schütte. Ich stehe persönlich auf frisch aufgebrüht. So eine Kaffeemaschine, weiß ich nicht. Ist auch fein, aber sowas hat noch ein bisschen Charme. Das hat meine Mama früher im Boot auch immer gemacht, wenn wir unterwegs waren. Frisch aufgebrühten Kaffee. Der schmeckt uns sehr gut. Ich finde, es hat irgendwas Charakteristisches, so frisch aufgebrühter Kaffee. So, dann kommen unsere Tässchen jetzt zum Einsatz. Zack, zack. Die Mama nimmt immer zwei Löffel Milch, Papa nimmt immer ein bisschen Süßstoff. Ich weiß, ist nicht gesund. Aber dumme Sprüche sind auch ungesund. So ist das halt. Im Zauberwald. Ja. So sieht's aus. Ja, wir werden mal weitermachen. Jetzt hier Kaffee trinken in Ruhe und ich würde mal aufs Küchen huschen. Was haben wir heute Besonderes vor? Heute ist eigentlich nichts Besonderes geplant. Wir starten planlos in den Tag, haben nichts Besonderes vor. Wir wollten auch nicht einkaufen. Mal gucken, was wir spontan machen. Mal gucken, wenn es wirklich regnet. Ein bisschen Regen wird wohl kommen, das lässt sich wohl nicht vermeiden. Da müssen wir mal gucken, was da wirklich runterkommt. Aber da lassen wir uns überraschen. Das nehmen wir so, wie es kommt, und machen das Beste draus, wie immer. Aber wenn wir etwas Tolles machen, nehme ich euch natürlich mit, ihr Lieben. Bis später. So, haben jetzt gefrühstückt, Käffchen getrunken, zwei Stück. Und haben jetzt den Volleyball ausgetestet. Haben jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt mit den Kindern. Aber da ist jetzt halt noch nichts los. Und zu zweit, also zweieinhalb, ist halt doof auf so einem großen Feld. Aber macht Spaß, nur mit der Hand war das halt ein bisschen problematisch. Es hat halt weh zu baggern und zu pritschen. Aber Aufschläge mit rechts sind problemlos möglich. Ja, jetzt machen wir Frühstück. Der Kalle macht sich eine Nudelsuppe. Die Livia haut sich auch ein paar Nudeln rein. Die Mama ist am Kochen schon. Den Zucchini-Auflauf im Omnia. Ich habe auch noch ein bisschen Gyros von gestern über. Etty, hör auf, die Bienen zu fangen. Der will wieder hier schnäuzendig haben. Der Ochsenfrosch da hinten in der Reihe ist auch noch neuer gekommen. Der war ein Beagle, der ist aber schon 6 Jahre alt, sieht aus wie 12. Aber alle süß, alle gleich süß, die Schnäuzchen. Ja, wir haben jetzt beschlossen, heute Nachmittag doch einkaufen zu fahren. Dann haben wir das auch weg für den Rest des Urlaubs. Und dann haben wir schon die Liste geschrieben. Heute Mittag ist ja, habe ich noch einen Termin. Und ja.
So verbringen wir jetzt den Vormittag. Erstmal wird wieder gesnackt ein bisschen. Gleich gehe ich mit Kalle nochmal ein bisschen auf dem Volleyballplatz ein bisschen spielen. Und ja, so passiert nichts Spannendes. Deswegen würde ich mich später nochmal reinmelden, wenn sich hier was tut, beziehungsweise wenn du was Aufregendes erleben. Er sagt hallo, er wollte sich auch mal melden. Ist alles voll? So, ihr Lieben. Oh, die Mittagszeit ist vorbei, der Termin ist hinter mir. Jetzt habe ich hier alles schon mal aufgeräumt wieder. Weil ich zeige euch das mal. So langsam fängt das Unwetter an. Ihr seht da hinten, hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Aber es könnte auch vorbeiziehen. Ich weiß es nicht. Hier ist halt immer ganz kurios. Das sieht so nach Unwetter aus und es soll regnen, aber dann irgendwie hoppla hopp, schwuppdiwupp, dann zieht das vorbei. Ja, jedenfalls haben wir alle schon mal wetterfest gemacht. Die Handtücher und die Lappen nehme ich ja auch noch mal eben ab. Und dann werde ich jetzt gleich Kaufland alleine fahren. Wir brauchen nicht viel. Mama hat ja gesagt, dann soll ich eben fahren, die bleibt mit den Kindern und Hund hier. Der Hund ist jetzt gewetzt über 2 Stunden am Strand und am Volleyball noch ein bisschen gespielt. Super, die Hand noch mehr weh, aber egal. Alles fürs Volk, alles fürs Tier, alles fürs Kind. Hier. Oh. Ne, ich sag gerade, aber jetzt hier, ich habe Volleyball und dreimal geschlagen und tut die Hand schon wieder weh wie Hulle. Da ist es, wenn der Körper alt und marode wird. Das ist klamm. Ja, so ist das. In der Verfall des Körpers voranschreitet. Hier sind viele neue gekommen. Ein reges Kommen. So, das Spielzeug von Livia wird auch eingeräumt. Die Waschmaschine will ich da auch nochmal auswaschen. Das ist klug, dass wir es jetzt gemacht haben, wo der Regen angesagt worden ist. Aber viele Sachen klug oder unklug, oder wie auch immer. Egal, waschen wir es nochmal, kostet ja nichts. Außer ein bisschen Waschmittel und Wasser. Aber davon haben wir hier genug am Meer. Ja, so sieht's aus. Ich warte jetzt, bis der Calvino wieder hier ist. Und dann werde ich gucken, ob er mitkommen möchte oder ob ich hier mal alleine fahren soll. Und dann werde ich eben wacker auf Reise ein paar Sachen holen. Und aber das zeige ich euch, die Michaela und alles natürlich wie immer, was für Leckeres hier uns geholt haben. Ein bisschen Schokolade für die Figur, für die Hüfte, für den Arsch werde ich auch mitbringen für uns. Aber ansonsten wollte ich mal viel machen. Eher unspektakulär unser Tag heute. Aber so ist das, wenn man im Urlaub ist und nichts macht. Da muss auch mal sein. Da ist so schön, wenn das Meer da hinten. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht. Warte mal. Da, als wenn das da hinten auf der anderen Insel schon da drüben oder auf der Halbinsel, ich habe keine Ahnung, was da hinten ist. Da ist einfach nur Split da hinten, ist gar keine Insel. Sieht aus, als wenn das da schon am Regnen ist, aber ich kann das ganz schlecht einschätzen. Da hinten ist auch alles schwarz. Was, wenn die Wolken das zurückhalten, das hoch oder tief oder wie auch immer. Naja, wir lassen es überraschen. Ich fahre jetzt erstmal einkaufen und dann sehen wir, ob es feucht ist, wenn ich wiederkomme. Später mal. So, wir sind wieder daheim. War ein kurzer Ritt, wir waren Kaufland und Lidl. Insgesamt haben wir 85 Euronen ausgegeben. Und wir haben viele lustige, leckere Sachen geholt. Aber das zeige ich immer mal euch in einem Haul. Unter anderem haben wir auch ein bisschen alkoholische Pralinen geholt. Für die Kinder. Für die Kinder, damit sie besser schlafen können. Und für den Papa für die Entzahnung. Und ich esse lieber keinen. Das habe ich letztes Mal bereut. Storkriesen, da ist mir eine Blombe rausgezogen. Da habe ich jetzt heute gar keinen Bock drauf. Ja, so sieht's aus. Ja, da auf dem Hundeplatz war gerade wieder Keilerei. Da sind wir in meiner ersten Reihe und sehen das, kriegen das mit. Und ich habe die Reste gesnackt aus dem Omnia, den Auflauf, den leckeren von der Mama, da ist auch alles weg. Da ist die Mama, die hat gerade gehault. Hallo! Ich hoffe, wir sehen uns gleich um 19 Uhr. Stimmt. On my channel. Hast du den auch dauerhaft verlinkt in deiner Infobox? Natürlich. Nicht. Ich hab mich verlinkt. Ich verlinke dich gerne. Dich immer verlinkt. Ja, ich weiß, ich denke halt nicht dran. Ich bin halt nicht so supporterhaft. Meine Güte, das war auf der Hundewiese. Wo ist die Livia hingelaufen? Okay.
Ja, ja, die beißt jetzt die Hunde alle. Ich beiß die zurecht. Hast du wieder pädagogisch wertvolle Sachen gekauft für die Kinder? Ja. Guck mal. Für Livia, für die Badewanne. Und wir haben dem Etti gerade. Das? Ach, davon habe ich 10 Stück geholt. Ehrlich jetzt? Ja, die waren für 30 Cent. Es geht mir nicht ums Geld. Lecker, lecker. Zähne putzen und so. Wer macht der Papa? Ja, jeden Morgen, jeden Abend macht der Papa das. Jedenfalls haben wir dem Etti gerade ein Social Media, also nicht ein Social, wir haben ein soziales Experiment gemacht. Wir haben eine Dose Katzenfutter geholt, ob er das isst oder ob er es merkt und das moniert, aber es war alles lecker, alles ins Schnäuzchen, alles verschwunden. Hat er gemacht. Ja, so sieht's aus. Ja, machst du noch einen Kaffee, Mama? Oder ein Bier? Ich weiß nicht, wie spät wir haben. Etti, Michaela? Kaffee oder Bier? Ja, ist ein bisschen komisch der Hund. Der ist sofort hinterher und dann ab wieder umgeschüttet. Ja, dann trinken wir jetzt noch einen Kaffee. Noch kein Bier. Kein Bier vor 4, wir haben 4:30. Livia hat Minztee da. Ja, ja, die hat gerade schon gut getrunken. Möchtest du auch einen Minztee? Ja. Nee, danke. Wir trinken jetzt noch ein Käffchen ganz in Ruhe und gucken mal, was uns so passiert. Mm. Ein Stücke drin. Wir haben oh, Mama hat Fliegi. Livia, da. Niam, niam, niam. Livia, Livia. Ach, Livia, du bist ein Schokoschnäuzchen. Wir probieren mal zu essen. Ja, gut, wie gesagt, wir trinken jetzt ein Käffchen, chillen ein bisschen den Nachmittag. Lass sie doch selber auspacken, Kalle. Die kann das doch. Und, dann werde ich später noch berichten, ob wir noch was Tolles heute machen, aber ansonsten ist heute eher ein Faulen angesagt. Ihr Lieben, bis später mal. Ich bin gerade am Hundestrand gewesen mit dem Haus und dem Hund. Und mal hängt der Hund bei einer da am Rockzipfel, habe ich auch gedacht. Ich sehe nicht richtig. Ist sie denn am Füttern da? Ich auch gefragt, ob sie da eine Meise im Pony hat. Ja, sorry, aber ich fütter doch keinen fremden Hund. Jetzt geht's aber gleich los hier. Ich glaube. Papa. Livia, es gibt gleich Gewitter. Ja, mach cool, du hast den Deckel haben. Ja. Ja, wird soweit hier aufgeräumt. Die Mama ist gerade drin am Schrubbern. Ich war jetzt mit der Livia und dem Hund 20 Minuten in der Hundewiese. Er liegt da jetzt in den Sträucher. Das ist ein Rest von gestern, vom Knochen am Kauen. Ja, machst du die Wäsche noch ein bisschen? Nee. Nur den Skrubber haben wir noch ein bisschen die Waschmaschine gemacht. Eine Ladung hängt da schon, aber ich glaube, die wird gleich eh nass. Und ja, ich hoffe, wenn die Maus gleich schläft, dann geht's weiter. Da habe ich nämlich ein paar Sachen auszutauschen. Da kann ich ja nicht drüber reden. Ah, ist das immer schwierig, wenn man was vorbereitet, was eine Überraschung sein soll. Auf jeden Fall was Tolles. Auch für euch. Und das noch nicht erzählen möchte, weil das als Überraschung sein soll. Möchtest du meinen Papa auf dem Arm? Ja gut, ihr Lieben. Hast du die Nase? Sollen wir Nase putzen gehen? Ja gut, ihr Lieben. Meld mich gleich nochmal zu Wort. Ich muss mal eben ein bisschen Nase putzen mit der Maus. Jetzt sehe ich doch gleich ein bisschen mehr, aber nicht zu viel. So, Feierabend im Hause. Ding dong. Papa war duschen. Hat hier wieder alles verstaut. Hier nimmt alles seinen abendlichen Lauf. Die Leute laufen zum Spülen oder zum Duschen. Hier spielen ein paar Jugendliche Volleyball. Das Wetter ist super, also für das Regen angesagt haben. Super, oi. Und ja, wir werden jetzt auch den Abend einklingen lassen. Livia ist gerade am Einschlafen. 18.48 Uhr. Sehr früh, aber die ist halt auch sehr früh aufgestanden, wenig Mittagsschlaf gemacht. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen leiser sein. Calvino hat sich auch schon seine Furzhöhle verzogen. Hat viel Zeit draußen verbracht, für das es nur regnen sollte. Also positiv überrascht vom Wetter. Ja, hier haben wir echt Glück gehabt. Meine Hand hat vorhin ein bisschen Volleyball gespielt, das hat schweineweh. Aber seitdem irgendwie, keine Ahnung, als wenn das reingeknackt hat. Ich kann die bewegen und es tut kaum noch weh. Aber ich würde es nicht überlasten. Ihr kennt das ja, wenn du dann halt so ein bisschen zu viel machst. Knickknack, Arm ab. Nein, aber dann tut es richtig weh. Ich habe hier nur eine Wäsche liegen da unten. Die habe ich gerade geskrubbert und geschrubbt. Die werde ich gleich noch eben auswaschen gehen.
Mal gucken, ob es noch Regen gibt. Dumm, zu dumm. Ja, aber im schlimmsten Fall waschen wir sie nochmal im Scrubber. Die haben wir vor 4 Stunden aufgehangen. Die meisten Sachen sind nur noch klamm. Die werde ich gleich einholen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendwas auf der Nase. Kennt ihr das, wenn ihr aus dem Augenwinkel irgendwas Komisches seht? Vielleicht sind es nur die Haare, die mir ausfallen. Nein, meine Haare fallen auch nicht aus. Ich werde dann noch nicht weiter grau. Also, wo ich bei 30 wurde, habe ich hier ein paar Stellen. Die wurden grau. Toi, toi, toi. Mehr grau ist nicht geworden. Ja. So sieht's aus, ihr Lieben. Ja, gespült habe ich auch. Morgen gibt es leckeren Spinatauflauf im Omnia. Hat die Mama den Spinat schon am Auftauen, den haben wir vorhin gekriegt im Kaufland. Ein paar Bierchen habe ich mir geholt. Da werde ich mir, glaube ich, 1 oder 2 gleich einverleiben. Die haben super leckere Cocktails hier im Lidl. Sex on the Beach und Cosmopolitan habe ich probiert. Und die Mama hat Batida de Coco. Irgendwas mit Kokos. Boah, was war das? Dann hat sie probiert. Da steht noch 3/4 jetzt da vor dem Kühlschrank, das werde ich da auch noch wegschlürfen. Schade, dass die alle mit Alkohol sind. Dann kriegt man direkt einen Schwips. Diese Alkopops sind aber so lecker. Die waren eine Zeit lang heiß umstritten in Deutschland. Ich erinnere mich, als ich Teenager war, da sind die gerade im Kommen gewesen und da merkst du halt nicht direkt. Die schmecken halt voll lecker, aber merkst nicht den Alkohol raus. Da ist das gefährlicher. Ja. Dann haben wir noch ein paar kroatische Bier geholt. Für unsere netten Müllmänner einfach als Dankeschön, dass sie jeden Montag immer kommen und den Müll mitnehmen in Ungarn. Eins werde ich, glaube ich, selber gleich trinken. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist so eine rote Umverpackung, Dose. Ja, das werde ich gleich auf jeden Fall mir eins gönnen. Die Gönnung machen. Ja, ansonsten werden wir heute immer viel machen. Ich hoffe, die Mama kommt dann noch raus, dass wir zusammen noch ein Bierchen trinken können. Dann werde ich die Schüle wieder ins Auto schmeißen, falls es doch regnet. Die sind zwar wetterfest, aber muss ja nicht sein. Tut ja nicht Not. Ja, und dann werden wir dann ein bisschen stöbern, ein paar Sachen. Aber dazu bald mehr. Und auch noch ein bisschen arbeiten. Dürfen wir das arbeiten. Wir müssen noch eine Sache fertig machen, was wir dann für euch in ein Feuerwerk präsentieren wollen. Ja, ich freue mich. Und ich hoffe, ihr werdet euch auch freuen, wenn wir es dann enthüllen. Die Bombe. Ja, wir sind gespannt. Ja, ansonsten haben wir heute nicht viel gemacht. Wir waren einkaufen. Auf dem Rückweg haben wir kurz im Stau gestanden, weil er ab und mal von 4-spurig auf 1-spurig wurde. Da habe ich mir erst den Popo beißen können, dass wir da so lange gestanden haben. Also viele Stunden, 10 Minuten haben wir gestanden, aber trotzdem, ich habe gedacht, wir stehen da länger. Und am Donnerstag wollte ich das Auto nochmal waschen und aussaugen, alles mal. Wir wollten dann von innen putzen, dass wir da nochmal Grund machen. Und ansonsten werden wir jetzt die letzten Tage hier genießen, hoffen, dass nicht viel regnet. Ja, schon so langsam neigt sich alles im Ende zu wieder. Aber wir kommen auf jeden Fall wieder nach hier hin. Haben wir gesagt, beim nächsten Mal sogar noch länger. Über 30 Nächte, dann kriegt man nochmal einen Sonderrabatt hier. Also es muss so empfehlen. Ach ja, einige haben mich gefragt, mit dem Tauchcenter, wo wir waren. Das war ein Schnupperkurs für 50 Euro, das bieten die ganzjährig an. Trogir Diving Center heißt das. Einfach mal googeln oder Hashtag. Habe ich auch gemacht in meiner Infobox bei dem Tag, wo wir abtauchen. Das war auf jeden Fall eine coole Sache. Das kann ich jedem nur empfehlen. Der hat das super gemacht. Wir hatten einen Guide aus Oberbayern, den Jakob hieß der. Der war echt cool drauf. Anfang 20 oder so, 22 war der. Auf jeden Fall sehr chillig, sehr geduldig mit uns. Wo wir ein bisschen Probleme hatten. Ich hatte Probleme mit dem Auge, wo ich mal das Gerstenkorn habe. Mit dem Druckausgleich. Der Calvino hat ein bisschen und der Bekannte, der hier nebenan steht, hat da auch ein bisschen. Also wir waren schon richtig blutige Anfänger. Aber auf jeden Fall war es eine coole Sache. Auf jeden Fall eine Erfahrung wert, mal unter Wasser zu atmen. Und auch schön, wir sind nicht so schön, nicht annähernd so schön wie Ägypten leider, aber auch sehr schön. Ja, ansonsten haben wir heute nicht viel erlebt. Der Eti hat sich ausgetobt, hat den Knochen gut verarbeitet, weil ich da hinterherlaufen musste mit Tütchen. Aber ansonsten haben wir heute nicht viel erlebt. Ja, ihr Lieben, in dem Sinne möchte ich mich hier auch verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gehabt, dass ich euch wieder mitnehmen durfte. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend. Gleich viel Spaß von meiner Frau, die hat sich ja selbst schon angekündigt. Ich werde ihren Kanal mal in der Infobox verlinken. Könnt ihr ja gucken, wenn ihr mal
meine Frau noch nicht kennt, die Michaela. Dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen in alter Frische. Passt auf euch auch, ihr Lieben. Bis morgen!